Hallo, hier ist Ian und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy. Beim letzten Mal haben wir dieses Königreich hier gefunden und auch eine Krone in der Marsh Cave gefunden. Schauen wir nochmal, ob diese beiden einzelnen Stücke zusammengehören. Hier ist Western Keep. Nein, in Western Keep hieß es, dass wir jemanden oder etwas finden können, was Schlafende wecken kann. Hat in gewisser Weise auch recht, das hat ja die Tänzerin gesagt, ne? Und ich, falls ich wieder was geschnitten habe, lag das daran, dass, wie ich es zuerst formuliert habe, es etwas gespoilert war. Ebenfalls sieht es hier nicht so einladend aus, aber ich finde die Mucke geil. Das ist nämlich ein Remix von dem Königreich von Cornelia. Ist schon geil, oder? Jedenfalls, wenn ihr hierher kommt, ein kleiner Tipp, vorher speichern und eigentlich auch voll heilen. Aber ich denke mal, der Rest erklärt sich von selbst. König hier ganz allein in diesem verlassenen Schloss, ha? Huh? Was ist so lustig? Hm? Was ist denn für eine Falle? Ja, genau. Das war, ich sag mal so, wenn ich hier vorher gekommen wäre, vor der Marsh Cave, das wäre aber halt ein dicker Umweg gewesen, deswegen habe ich es nicht gemacht, hätte dieser König nur gesagt von wegen, oh ja, ich suche meine Krone, ich habe meine... Aber das ist eh sowas, was sowas von dumm in der Originalversion war. Du hast also das Crystal Eye, wahrscheinlich von Matoya, huh? Du dumme Sau. Aber auf jeden Fall geht es darum, er hatte die Krone von vornherein, hat die Krone versteckt in der Marsh Cave und hat jetzt erwartet, dass wir ihm sie holen und nur so wird er super stark. Ich meine, warum hat er sie nicht gleich behalten? Ich verstehe es nicht. Aber gut, ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, was jetzt los ist. Es ist Boss-Time und dieser Boss ist tatsächlich schwierig, denn nicht nur, weil er starke Zauber und physische Angriffe drauf hat, er beherrscht auch den Death-Spell. Es kann also passieren, dass in diesem Kampf jemand stirbt. Normalerweise hat Death keinen hohen Hit, wie sagt man, Hit-Percentage, aber es kann passieren, dass es trotzdem hinhaut. Das heißt, einmal kann ich den Tod wiederbeleben, das war es aber auch schon. Ansonsten definitiv auch ruhig von, wo ist es, Nightblaze profitieren, weil er auf jeden Fall auch mit Feuer angreift. Und ich zauber es halt gerne als erstes, weil ich damit die ganze Gruppe treffen kann. Ist halt, finde ich, nicht ganz so nützlich wie Ex-Voll. Aber hat auch was. So, sauber, du ziehst immer ordentlich. Ansonsten, nein. Ansonsten gibst du auch einen Temper auf Phoenix, damit er auch nochmal ordentlich mehr zieht. Und du solltest lieber aufpassen, dass jeder volles Leben hat. Ja, heil mal lieber T-Hawk. Sicherheit geht vor und Cure sollte reichen. Gut, solange er keinen Todzauber einsetzt, sind wir eigentlich ziemlich sicher. Ich weiß nämlich, wo ich den Kampf beim letzten Mal gemacht habe, hat er direkt damit gestartet und hat sofort meinen Red Mage gekillt. Der hieß Voll damals, weil meine Gruppe hieß ja, Voll, Cool und Mann. Ich weiß nicht, ich finde das recht interessant und gibt dir selber auch nochmal Temper. So, das sollte passen. Und nochmal Mr. Wolf. Oh. Trifft es? Nein, natürlich klappt das. Dabei... Oh. Das ist jetzt fies, aber es tut mir leid, Phoenix, du kriegst... Tatsächlich kriegt Phoenix die Phoenix Down, ha? Und jeder kriegt natürlich ein Level davon, nur er nicht. Das ist schon fies. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, Hauptsache, auch wenn das jetzt sehr gemein klingt, Hauptsache Mr. Wolf und Aloha kriegen das Level, weil die beiden natürlich für die neuen Magic Level die Level brauchen. Aber gut, für den Sieg hier erhalten wir das Crystal Eye. Wie gesagt, das ist das Auge von Matoya. Sie hat ja selber schon gesagt, dass dieses Auge ihr abhanden gekommen ist. Jemand hat es ja geklaut und ja, benutzen wir unsere einzige Phoenix Down. Muss sein, weil ich will wenigstens unterwegs noch ein bisschen mit Phoenix leveln. Das Ding ist, ja auch mit einem Lebenspunkt regeneriert, richtig, richtig nett das Spiel, ne? Richtig, richtig nett. Jedenfalls, was ich vor... Und Moment, wir sollten eigentlich vielleicht mal lieber Kira einsetzen, das sollte mehr heilen. Jedenfalls, was ich vorhabe, dass ich da jetzt endlich mal zukomme, ist eine Menge... Offscreen-Arbeit heute, denke ich. Denn das Ding ist, es ist, glaube ich, nicht so interessant, wenn ihr seht, wie wir jetzt die ganze Zeit übers Meer reisen werden. Dann sind wir ja schon fast bei Wind Waker. Und Moment, ihr habt schon gesehen, dort vorne sind Truhen. Und die sollten wir eigentlich nicht übersehen, aber ich glaube, da kann man gar nicht so locker hin. Moment, muss ich mal überlegen, ging es da überhaupt hin? Oder verwechsel ich da gerade was? Weil ich glaube, hier darf ich nämlich nicht raus. Genau. Ich glaube, dass wir zu diesen Truhen tatsächlich erst später kommen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ich kann noch mal kurz schauen. Aber es sieht sehr stark danach aus. Oder war da oben noch eine Abzweigung? Nee, das interessiert mich jetzt. Bevor ich jetzt meinen Satz hier weiter fortführe, ne? Nee. Lasst mich mal schauen. Aber ich glaube, dass wir hier tatsächlich nochmal wiederkommen mussten. Nein, okay. Ich habe nichts gesagt. Doch, habe ich gesagt. Ah, ich wusste es doch. Die Tür ist zu. Auf jeden Fall, wir brauchen hier den Mystic Key. Das wird aber noch ein bisschen dauern, bis wir den kriegen. Ein bisschen. Aber gut, was ich jetzt auf jeden Fall machen will,
ist folgendes. Wir müssen jetzt zurück zu Matthias Cave. Ihr wisst, wo Matthias Cave ist. Ich habe sie bereits vor einigen Parts, ich glaube in Part 3 haben wir die Matthias Cave besucht. Das ist in der Nähe von Cornelia, nordöstlich. Ich werde jetzt dorthin gehen und wir sehen uns quasi dort, damit wir dieses Auge direkt abgeben und eine Menge Videozeit sparen. Also sage ich mal, bis gleich. Und da wären wir auch schon. Hat ja gar nicht so lange für euch gedauert, ha? Ihr Glücklichen, ey. Aber gut, auf jeden Fall, ich habe unterwegs auch gut Geld gemacht, nur so nebenbei. Also 5700 Gold oder Gilgili ist recht gut für den Moment. Aber gut, mal teuer. Ja, ganz genau. Give it here. Bitteschön. Oh, das ist natürlich richtig nett von dir. Oh, was kriegen wir dafür? Eine richtig geile Potion. Wir kriegen die Jolt Tonic. Denn diese Jolt Tonic, mal sehen, ob das überhaupt im Menü steht. Schauen wir gleich mal. Ja, danke. Wie kann es sein, dass du jetzt mit zwei Augen sehen kannst? Aber ich hinterfrage die Videospiellogik heute mal nicht. Heute nicht. Jedenfalls Key Items Jolt Tonic seem to break even the deepest sleep. Ihr könnt euch also vorstellen, für was das ist, denn damit können wir jetzt den Prinzen von Elfheim heilen. Und ich denke, spätestens dann werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen was an Zeug in Elfheim kaufen können. Ja, abgesehen auch, ich glaube, ein Zauber... Oder fehlt uns noch ein Zauber auf Stufe 3? Ich glaube, nein. Doch, der White Mage könnte... der Red Mage könnte noch was lernen. Aber gut, dann alles weitere, was ich noch kaufen werde, steht dann in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im Königreich von Elfheim. Und da wären wir im Elven Castle. Ja, Rückweg ging tatsächlich etwas schneller als der Hinweg. Aber gut, hey, hey, hey. Oh, please, will you? Ja, natürlich, wir kümmern uns ja heute drum, denn das war ja unser langes Vorhaben. Hat ein bisschen gedauert, aber für die Länge war das eigentlich recht in Ordnung, wie lange das gedauert hat, um diesem Prinzen zu helfen, würde ich sagen. Darum reden wir mal mit hier diesem Healer. Ganz genau. Würdest du es einfach versuchen? Ich meine, was habt ihr zu verlieren? Könnt ja vergiftet sein, ne? Ich meine, ist er tot, aber dann ist ja keine Last mehr für euch. Na, versuch mal. Aha. Geht's ihm gut? Hey, und wahrscheinlich sein erster Satz ist, boah, jetzt muss ich aber so einen richtigen Haufen legen. Oh, sorry, aber nee, du bist wach. Oh, gut, dass du das direkt erkennst, da. Ich meine, sehen wir wie legendäre Helden aus? Ich meine, wir haben individuelle Sprites vielleicht, deswegen. The time for me to pass on the mystic key to its rightful owners has come at last. Ganz genau, wir kriegen nämlich hier... Da ja immer, wenn unser Phoenix so nickt, bevor er ein Item kriegt, das ist immer ein Key-Item, nur dass ihr da Bescheid wisst. Und wir kriegen auf jeden Fall den Mystic Key oder Mystic Key. Den brauchen wir auf jeden Fall, denn ihr habt ja schon gesehen, dass wir in Western Keep dort mit eine Truhe öffnen können. Ich sag mal so, wir könnten jetzt auch die Story einfach fortfahren gehen oder wir machen mehr Sidequests. Na, wenn man das als Sidequests betiteln kann, weil wirkliche Sidequests sind es halt wirklich nicht. Aber... Oh, das war zu weit. Mann, nein, wir sind hier noch nicht fertig, es gibt hier nämlich noch ein bisschen was zu holen. Aber wir können drei Ortschaften tatsächlich nochmal absuchen. Und genau das habe ich auch vor, ich überlege nur gerade, in welche Richtung ich hier rumgehen musste, dass ich zu diesen ganzen Schätzen komme. Ah, hier rum scheint es zu sein, alles klar. Weil ich nämlich weiß, dass es hier lauter Schätze gibt, aber es ist ein bisschen versteckt, ein bisschen. Weil um da hinzukommen, muss man wirklich ein bisschen die Wand umarmen und dann landen wir nämlich hier, wo wir glaube ich auch nur mit diesem Key reinkommen. Gibt es auf jeden Fall einen Mithril Hammer, 800 Gil, sehr fein, 700 Gil und ein paar Bronze Gloves. Wobei, ich glaube, das ganze Equipment mache ich einfach offscreen, weil ich war noch nicht einkaufen, weil ich eben wusste, dass ich hier noch Geld kriege. Werde also jetzt noch kurz ein bisschen was kaufen, wofür das Geld reicht. Wir haben aber noch nicht... Wie viel Erfahrung fehlt denn noch fürs nächste Level? Das wäre vielleicht interessant zu wissen. 141, weil ich stark davon ausgehe, dass der White Mage... die nächste Zauberstufe kriegt, wenn wir ein Level trainieren, würde ich sagen, erledige ich das ganz, ganz, ganz schnell, damit wenigstens der White Mage schon mal von weiterer Magie profitieren kann. Von daher sehen wir uns dann gleich, nachdem ich alle Einkäufe erledigt habe. Alles klar, ich habe mein ganzes Shopping erledigt und nur eine kleine Information. Wenn ich nochmal Geld habe, werde ich nochmal ordentlich zu lang, aber ich hatte, wie ihr schon sehen könnt, noch ungefähr 4000 Gil und habe sie ausgegeben für lieber 99 Potions, weil das sich für die Zukunft auf jeden Fall revanchieren wird. Wir werden nie wieder Potions kaufen müssen für den Rest des Spiels und ich fand das doch effizienter, als jetzt ein bisschen mehr von den Level 4 Zaubern für den
White Mage zu holen, weil mir reicht eigentlich der Zauber Nullfrost für den Moment, weil die anderen Sachen haben sich nicht wirklich gelohnt, meiner Meinung nach, weil sowas wie Gifthain oder Silencehain, dafür gibt es auch Items und so oft wird das eigentlich nicht gefragt. Von daher passt das auf jeden Fall. Ansonsten können wir jetzt einige alte Ortschaften noch einmal betreten, unter anderem halt die Marsh Cave, aber die möchte ich erst beim nächsten Mal nochmal angehen. Stattdessen werden wir heute nochmal nach Western Keep gehen, um dort die verschiedenen Schätze noch schnell zu holen. Das heißt, ein weiterer Sprung. Ha, wir sehen uns da. Ha, nun gut, wir sind wieder bei Western Keep. Es hat nicht so lange gedauert, ein bisschen ja. Aber geht. Nur weil ich halt gesehen habe, die Zeit für diese Episode ist nicht mehr unendlich lang und aus diesem Grunde wollte ich doch lieber heute zumindest hier dieses Gebiet abschließen und dann können wir uns nämlich beim nächsten Mal noch ein weiteres Mal in die Marsh Cave begeben, um dort noch ein bisschen was zu holen. Ich muss sagen, dieses Theme ist ein bisschen spooky, aber es hat auch was. Irgendwie mag ich die Version. Nicht so sehr wie die richtige, aber es klingt interessant genug, dass ich sie mir anhören kann. Aber gut, wir können auf jeden Fall jetzt einfach den Schlüssel öffnen ohne Text. Und ich wollte noch sagen, hier stehen nämlich genau vor den Truhen wieder diese Spawnpunkte der Monster. Gegen diese Wraith können wir, meine ich, auch Dia oder Dialga oder wie auch immer. Ja, Dialga und Palkia, ja, jetzt sind wir schon bei Pokémon. Können wir, glaube ich, auch gegen sie einsetzen, aber die leben eh nicht so lange. Selbst wenn der White Mage jemanden finishen kann, dann heißt das, sie sind nicht stark. Und wir kriegen einen Croissant, ganz toll. Auf jeden Fall einen Falchion. Der dürfte hier doch stärker sein als im Final Fantasy 9. Hat denselben Angriff tatsächlich. Im Moment hat sie wirklich dieselben Werte. Interessant, aber aus diesem Fall oder in diesem Grunde, aus diesem Grunde kriegst du das nette Ding. Ansonsten, dieses Stäbchen kann wahrscheinlich wieder nur du nehmen, wa? Ja, aber das wäre schwachsinnig, wenn wir Tiok eine Waffe geben, weil er dann wieder deutlich schlechter wäre im Damage-Stealen. Von daher. Dann holen wir uns noch den Power Staff. Und die Steel Gloves. Muss ich mal sehen, wie ich die verteile. Denn den Power Glove kannst du wahrscheinlich nehmen, aber haut deine Accuracy runter. Das wäre also Schwachsinn. Wir haben ja eh schon den Meteor Hammer gefunden. Und die Steel Gloves kannst du nehmen. Deine Verteidigung kann denn die sonst wahrscheinlich niemand anders nehmen. Gut, dir würde ich sie nicht geben. Und du kannst sie garantiert nicht nehmen. Gut, dann sind die Bronze Gloves schon wieder weg und du nimmst die Steel Gloves. Auch wenn deine Evasion runtergeht, aber bei dir ist mir das ja eh egal. Denn niemand anders kann leider die Bronze Gloves nehmen. Aber gut, das heißt, wir wären hier schon mal fertig. Das heißt, beim nächsten Mal treffen wir uns dann erneut bei der Marsh Cave, wo wir auch nochmal ein paar Truhen holen können, weil wir jetzt eben entsprechenden Schlüssel haben. Aber das wäre noch nicht alles, denn dort gibt es noch was. Ihr werdet sehen. Weiter geht's beim nächsten Mal. Let's play Final Fantasy. Ich bin's hier und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin.